So, schönes Feuerchen gemacht. Nippel und Laschen werden gezogen. Ich schmeiß mal auch was zu essen rauf. Hab ich auch gerade. Ich hab ein Häschen raufgeworfen, dann hat jeder was. Ich zwei Lizards. Wie gesagt, ich glaube, das ist die Höhle, in der wir tatsächlich mit unserem ersten Höhlenausflug schon waren. Ich weiß gar nicht, warum wackelt denn das Ding so doll? Schau mal, das Zelt, das wackelt total. Und sag mal, haben die Decken damals auch schon so geleuchtet? Ja, als ich alleine war, da habe ich das dann mal gesehen. Okay. Guck mal, du hast doch jetzt auch einen Topf, oder? Ja. Wenn man da drauf klickt, dann macht er ein Trinkgeräusch. Und da steht drauf, man könnte damit Wasser kochen, aber er ist currently empty. Wie füllt man den denn wohl? Warte mal, hier ist doch irgendwo Wasser. Nein, hier ist das Bombenloch. So. Ich kann ihn nicht equippen, den Topf. Wo hast du das Bombenloch gefunden? Das ist hier hinten. Können wir aber gleich hingehen, warte mal. Ich gucke mich gerade hier mal ein bisschen um. Oh, gut, dass wir die neuen Einstellungen haben. Man sieht ja hier echt wenig, ne? Ah, hier geht's noch. Ah, hier haben wir. Ja, krass, hier haben wir ein Feuer. Ich hab doch da hinten ein Feuer gemacht. Nein. Hier, wo ich bin. Hier war, ich komm zu dir. Hier sind wir dann scheinbar damals lang gekommen. Das ist noch unser Feuer. Das hab ich gerade angemacht. Ach so, okay. Warum kann ich denn den blöden Topf nicht equippen? Can be used to boil water. Hier sind wir ursprünglich hergekommen, damals, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Sollen wir jetzt hier nochmal hoch und gucken, oder? Dass wir das Ganze war denn da noch ein anderer Weg? Das weiß ich nicht da mehr. Oben? Weil sonst wäre ich fast dafür, eher nach unten zu gehen. Ja. Ich guck gerade einmal, was hier oben ist. Das sind so Höhlen, theoretisch müssten da oben nicht nochmal diese Babys sein und irgendwie zwei von den großen Stinkern? Also hier geht's auf jeden Fall nochmal. Also hier ist noch eine Abzweigung. Aber da. Ach, das hier. Hier ist das Ding, wo man durch. Also da wird man nass, wenn man da durchgeht. Also ich erinnere mich, hier waren wir auf jeden Fall schon. Das ist das eine Ding, wo wir, glaube ich, die Taucherausrüstung brauchen, weil hier sind wir immer gestorben, wenn wir da versucht haben, durchzukommen. Aber das ist doch eine Sackgasse hier. Nee, das ist das, wo wir runtergesprungen sind. Schau mal nach oben. Weißt du? Da kommen wir jetzt hier nicht durch, aber wir sind von da oben durchgekommen. Okay, aber hier sind wir nicht richtig durchgetaucht, oder? Nee, weil wir nicht den Weg gefunden haben. Weil es dunkel ist. Es wurde dunkel und dann hatten wir keine Luft mehr. Das wäre wahrscheinlich was für die Flaschen. Also nicht, dass hier schon Flaschen am Start wären. Und dann. Boah, wir sind so gut equipped, ey. Jetzt sind wir also. Wow, wie cool das aussieht! Sieht es bei dir auch gerade so cool aus mit dem Feuer? Oh, total, ja. Mit den Reflexionen? Geil. Cool. Ja, also wenn ihr euch einen Lappen rauskauft... Ich krieg den Topf nicht gefüllt. Nee, also. Ich konnte den auch mal in die Hand nehmen übrigens. Ich hatte den schon mal in der Hand. Aber ich trinke jetzt daraus scheinbar auch. Also. Es klingt immer so, ne? Als würde man daraus trinken. Ja, und ich habe ja auch keinen Durst mehr. Komisch. Ich bin vollständig sitt. Sittenwidrig. Das wird sich niemals durchsetzen, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht mit der neuen Generation, weißt du, wenn Leute das ihren Kindern beibringen, aber wer sollte das... Aber wer bringt denn das seinen Kindern bei? Hier liegen ganz viele Arme. Da würde man doch denen die Kinder wegnehmen. Hattest du die Armkiste aufgelassen? Ja, ich dachte, ein bisschen, ne? Bisschen verschönern hier. Komm, wir sprengen jetzt uns hier ein Loch rein. Ja, aber dann... Ich will mal diese geile Headbomb probieren. Ist wahrscheinlich schon overpowered, ne? Aber. Also ich weiß nicht, ob die stärker ist, aber ich bin sehr Vorsicht! Wow! Weg da! Cool! Geh mal noch einen Schritt zurück. Oh, geil, jetzt hier auch mit den Steinen, die rumgewirbelt werden. Hat leider kurz geruckelt, aber sonst war es schön. Und zum Glück sind die Steine keine Objekte mehr. Yep. Das wäre etwas nervig. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist jetzt meine erste richtige Nacht dann quasi in meinem neuen Bett. Also ich habe da eine Nacht geschlafen, aber da hatten wir vorher hier das alte Weltraumspiel aufgenommen. Das müssen wir auch noch. Dreadnought. Das ist ja schon lange raus. Oh, guck mal hier. Noch so ein Leichenbernd. Ja, ja, hier waren wir definitiv. Oh, also bei mir hat das letzte Mal nicht so grün geleuchtet, glaube ich.
Nee, es kann auch an der geilen Beleuchtung liegen. Das kann natürlich sein. Aber warum ist denn das nicht die Standardbeleuchtung, wenn du in der Höhle bist? Das ist doch komisch, oder? Ich meine, das sieht so gut aus. Das sind Rätsel, die du die Entwickler fragen musst. Und schau mal, tatsächlich ist hier alles geklärt. Ja. Okay. Ja, aber dann haben wir das Spiel ja bald durchgespielt, ist ja öd. Ja, wir sind auf jeden Fall... Ach, guck mal hier. Jetzt erkennt man hier auch endlich mal was. Ja, ja. Da ist jetzt die Frage, ob sich das lohnt, nochmal runterzugehen. Hier kommt jetzt... Hier war ja der... Da müsste der noch lauern übrigens, ne? Ja, ich weiß. Boah. Scheiße, ich bin runtergefallen. Aber da ist ein Kletterseil bei dir, siehst du? Es ist jetzt hier wahnsinnig laut. Man wird jetzt hier nichts verstehen. Aber das Kletterseil hast du hier sehen, wa? Ja, aber nur zum Runterklettern, nicht zum Hochklettern. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, guck mal, da wo ich hinlaufe. Ja, ja, da gehe ich ja jetzt hin. Ich musste gerade mal einen Schokoriegel essen, ich hatte so Hunger. Aber guck dich da unten auch nochmal um mit der neuen Beleuchtung. Mache ich gerade. Hier ist aber echt nicht viel. Ah, es sieht schon total geil aus. Also. Ja, viel schöner als sonst, ne? Ach, Circuitboards sind hier noch und ein Snack war noch. Okay. Ich komme jetzt wieder hoch. Aber warte mal, einen Snack könnte ich brauchen. Ich bin gerade mal runtergerutscht. Das ist geil. Hui! Hallo! Hey, wo hast du einen Snack gefunden? Im Wasser? Nee. Nee, der liegt da auf dem Stein. Ja, ich hab wir wollten doch schon längst aufgehört haben, ne? Im echten Leben. Oh, tatsächlich. Ja, ich machen wir die Folge noch. Yes. Obwohl, naja, da müssen wir aber auch irgendwo raus, ne, um dann mal speichern zu können. Ja, vielleicht machen wir danach noch eine. Eieieiei. So ist das Leben als Let's Player, liebe Kinder. Das hat keine Zukunft. Ich wollte mir noch was zu essen bestellen, weil ich nichts mehr hatte. Ja, ich muss mir noch eine Pizza machen. Irgendwie ist es so, es ist total laut hier. Ich bin da nicht so nah dran, bei mir geht's, aber... Ich sprinte die ganze Zeit auch wie so ein YOLO-Mancer und, ich hoffe, es kommt kein Kampf, weil ich bin total ausgesaugt. So, pass auf, jetzt ist hier oben einer von den Typen. Ich sehe ihn, ja, ja, einer von den Bösen. Du musst, genau. Und den müssen wir jetzt irgendwie erledigen. Warte mal, und jetzt schießt ihm doch mit der Flare ins Gesicht erstmal. Genau. Und er hat auch so Babys dabei. Okay. Er brennt. Das war doch letztes Mal auch, weißt du noch? Der ist doch total easy gestorben. Dann sind wir aus irgendwelchen anderen Gründen gestorben, dann sind wir wiedergekommen und dann war der plötzlich so böse. Oder? Nee, bei mir war der gleich böse. Ach, bei mir ist er verschwunden. Weißt du noch? Das kann sein. Schmeiß ihn runter. Hier, das ist unser Feuer übrigens auch, ne? Hier hatte ich ein Feuer gemacht dann. Hier lagen noch lauter, waren noch lauter von diesen Babys. So, jetzt kommen wir in einen Bereich, den ich quasi alleine erkundet habe. Ja. Und dann sind wir nochmal wieder hier hin und dann sind wir auch direkt gestorben, ne? Und dann war die Misere... Ja, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Päuschen gemacht. Und theoretisch müssten wir doch jetzt hier auch irgendwie noch an irgendeiner Stelle weiter können, weil das doch in dem vorletzten Patch mit drin war. Ja, ich glaube. Und ich konnte... Hätte ich mich da nicht irgendwie sprengen müssen oder sowas? Irgendwas war doch da. Du hättest dich sprengen müssen? Ja. Oh, hier sind wieder Zelte, nicht. Geil. Oh, und eine Million Stöcker. Lass hier mal ein Feuer machen, ich müsste mal was essen. Ah, hier, wir sind draußen. Aber nur wieder, dass wir rausgucken ja, können. Ja, genau, ne? Im Krater halt. Oh, hier ist lauter Dynamit. Das haben wir auch noch nicht benutzt, ne? Schmeiß davon doch mal eine Stange in den Krater. Weil wir haben doch total viel davon. Mit meinem Glück zünde ich mich dabei an und spreng das sofort. Ich kenne das doch. Hier liegt übrigens noch massenhaft Medizin rum. Falls du was brauchst, da hinten in der Ecke. Ja, hier ist ganz viel Soda auch noch. Müsst was essen. Oh, ich habe auch nichts mehr zum Kochen. Warte mal. Ich habe noch was, ich schmeiß was rauf. Wo hattest du Dynamit gefunden? Es lag in einer von den Kisten da. Warte mal. Ach nee, das ist überhaupt kein Dynamit. Ich habe nicht geguckt, was das eigentlich Knochen, ist, sondern hab's immer nur mitgenommen. Das waren lauter Flares gewesen. Hier hinten ist Dynamit. Ach ja, hier. Ah, cool, die können wir die mit der Kanone verschießen?
Ich schmeiß jetzt mal ein Dynamit da unten in die Höhle rein. Warte mal, ich habe hier noch was. Ach, hier, das meintest du, da sind die. Die Frage ist, ob ich es anzünden muss vorher. Aber ich weiß nicht, wie. Ich glaube nicht, nee. Schmeiß einfach mal. Ich bleib mal weg von dir. Ich hab's jetzt aber, glaube ich. Ich hab's, glaube ich, nur geworfen. Jetzt bin ich wieder sein. Da unten ist auch geklärt, ne? Ich habe da ja alles umgebracht. Echt? Ja, und seitdem, jetzt, ja, ja. Ja, lass mal weiter. Ich sehe die blöden Viecher nicht. Warte mal. Man schmeißt das Dynamit aber nur weg. Ich zünd das nicht an. Ach, du musst doch hier mit dem Feuerzeug das anmachen, wie mit der Waffe. Wie denn? Rechte Maustaste gedrückt halten? Oder L gedrückt halten? Oder L nochmal drücken? Scheiße, ich schmeiß das ganze Zeug weg. Ah. Ist es mit L? Ja. Hui. Boah, geil. Cool. Ich weiß, dass ich es nicht einsammeln kann. Ich habe es mal weiter nach vorne geholt hier. Können wir das Katana eigentlich verbessern? Ah, nee. Willst du ein Katana noch weiter verbessern? Es hat übrigens einen Strich weniger Damage als die Axt, aber dafür viel mehr Speed. Ah, ich habe noch einen essbaren Arm dabei, falls der kleine Hunger kommt. Oh, habe ich glaube ich auch noch. Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, was ein essbaren Arm ist, aber... Ich gehe jetzt hier mal weiter. Ja, ich komme mit. Und ich nehme jetzt auch mal aus Spaß die Taschenlampe. Weil wie viel besser das ist übrigens, ne? Oh, wie schön das Licht ist von der Taschenlampe. Ja. Das macht so Spaß, wenn man so, wenn man das Gefühl hat, dass man auch klarkommt, ne? Hier quietscht irgendwas. Das sind aber Fledermäuse, oder? Oder sind das Babys? Ja, oder die Babys. Oh, stimmt, hier hab ich auch noch nicht weitergekämpft, oder? Oh, Babys, ganz viele. Die sind halt auch echt mega eklig. Ih, die machen so, die katapultieren sich in einen rein. Ja, das ist total eklig. Weißt du, wie die springen? Die springen wie die Würmer aus Worms. Stimmt. Die machen auch diese Salto. Ja. Ich geh mal hier hoch. Ich bin schon in dir drin quasi, Häschen. Ich glaube, so weit. Ah, aber jetzt hier kommt man durch. Okay. Vielleicht könnten wir jetzt auch mal diesen anderen Weg unter Wasser da versuchen, weil jetzt sehen wir ja ein bisschen was, ja, im Wasser. Warte mal, ich guck einmal kurz, ob hier noch was rumgammelt. Mach das. Nee, Skulls sind das. Oh, hier geht's relativ tief runter, ne? Ja. Das sind aber alles Totenschädel. Oh, hui. Das lernt man ja beim Höhlentauchen. Man muss immer gucken, dass man nicht irgendwo drunter taucht. Und ich war gerade... Hier war mal ein Feuer. Ich mach mal meinen Weg wieder nach oben. Du warst doch aber in den Krater gefallen, ne? Das hast du da hochgekommen. Den Weg kenne ich nicht, nee. Das hier, ich war ja ein bisschen gelaufen, als du tot warst. Mir ist arschkalt, ich muss mal ein Feuer machen. Ah, jetzt habe ich aber gerade Durst, jetzt könnte ich mal gucken, ob der Topf funktioniert. Ja, du kannst einfach so aus dem Topf trinken. Komisch. Oder da war noch genug Boiled Water drin. Oh, man kann übrigens Knochen auch direkt anziehen. Wenn man... Ach, echt? Hm? Ach, tatsächlich, Equip. Nee. Hä? Wie denn? Wie einfach hast du links die klick, dann... Nee, dann Equip da so dann nimmt er den als Waffe. Nee, ich bin einfach dumm. Das ja. Oh, man kann hier diese Hasenkäfige kaputt hauen. Ach, wie schön ist Panama. So, jetzt ist mir wieder warm. Jetzt geht's hoch hier, oder? Oh, ich habe was gefunden. Ja. Hast du auch was auf deiner To-Do-List jetzt? Explore Dead Cave, Explore Ledge Cave. Okay. Also das ist, scheint hier so eine Transition in eine andere Höhle zu sein. Wo war nochmal die Liste? Oh, es geht... Oh, da oben ist Ausgang. Ach, hier. Da ist wieder ein Ausgang.
Hatten wir denn hier noch eine Abzweigung? In der Höhle hatten wir da eine Abzweigung. Überleg grad. Eigentlich nicht. Ja, wir sind hier bei dem. Ja, hier waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Hier ist ein zerfleddertes Zelt. Ah, wir sind in der Nähe von zu Hause. Zu Deutsch, nee, wir müssen noch mehr Höhleneingänge finden. Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch andere Höhlensysteme dann einfach, ne? Ah, nee, doch, klar. Ja, wir sind auf der anderen Seite vom Krater rausgekommen. Ich sehe unser Zuhause. Unsere Baumhäuser. Ach hier, ich glaube, das Loch hatten wir auch schon mal gesehen. Das kommt mir bekannt vor. Ja, dann gehen wir doch nach Hause und speichern ein Ründchen, oder? Ja. Das passt doch mit unserem Essenskonzept auch. Im echten Leben. Ja. Ich stelle jetzt aber mal die Farbe wieder auf normal ein. Ja, ich auch mal. Auf was stand's denn? Was gibt's denn hier alles? Es gibt noch super. Warm ist unerträglich. Oh. Texas. Washed out. Oh, Texas sieht ein bisschen nach Firewatch aus hier oben. Modern. Aged. Original. M131. Blockbuster Warm. Blockbuster Warm sieht auch gar nicht schlecht aus von den Farben her. Boah, Dark Blue ist krass. Da leuchtet dir das Feuerzeug aber aus dem Gesicht. M131. Texas, boah, Texas ist ja. M131 sieht gar nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen ausgewaschen. Naja, doch, ist nichts blöd. Aber wir nehmen Original. Jetzt hier Original. Schon aber komisch, ne? Original oben sieht eigentlich wirklich gut aus und in den Höhlen ist es echt einfach zu dunkel. Ja. Also es ist zu krass in den Höhlen. Ja, ist halt auch atmosphärisch, aber irgendwie nicht spielbar, ne? Und ich musste die auch immer, wenn ich die auf YouTube hochgeladen habe, ich habe die bei YouTube immer nochmal nachhellen lassen. Weil die Leute dann nichts sehen konnten. Die Leute. Oh, Dance ist ja auch krass. Ich laufe schon wieder nach Hause, ne? Epic. Ja, das passt auch nicht so richtig. Ja, das war aber eine richtig coole Höhlentour, muss man jetzt mal sagen. Bleib hier, du Reh. Ich will dich mit meinem neuen Katana streicheln. Ja, das war super. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir sind echt, also das war wirklich ein toller Sprung vorwärts für uns. Du, so ein Reh, ne? Das hat dem Katana relativ wenig entgegenzusetzen. Die Rehe fallen aber bei allem um. Oh nein! Ja, außer bei meinen Skills. Das Gute ist, dass wir jetzt ein bisschen besser wissen, hey, hallo. Dass wir jetzt auch ein bisschen besser wissen, okay, wo kriegen wir unsere Ressourcen wieder her und so. Ja. Und ich muss gestehen, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor solchen Touren, weil ich immer so dachte, oh, wenn dann irgendwas schief geht, dann ist alles weg und so. Aber jetzt hat man ein bisschen besseres Gefühl dafür, dass man recht schnell eigentlich wieder da an sein Zeug rankommen kann. Wie cool unser Haus aussieht übrigens, ne? Sehr schön, ne? Ja, also auch, ich muss auch der Pavillon, ich habe schon gesagt, das ist ein Unsinnsgebäude, aber es ist schön. Ich find's auch, also gerade wenn man hier den Weg hochkommt, ich find's gut. Und wir haben natürlich der Natur jetzt auch unseren Willen aufgezwungen. Wir haben einen Baum benutzt, den Rest haben wir selber gebaut. Aus insgesamt 4000 Stämmen. Wir brauchen natürlich noch diese richtige Axt da. Die Kletterschuhe, die irgendwo geben soll. Die Taucherausrüstung. Na, guck mal, hier haben wir mal gewohnt. Wie merkwürdig das Original jetzt aussieht, weil man eine Weile lang mit dem Blockbuster durch die Gegend gelaufen ist. Total komisch. Strange. Naja, ich habe jetzt langsam Abendbrothunger. Deshalb würde ich sagen, speichern wir mal hier mal. Abendbrot ist aber auch echt eine gute Bezeichnung um 22.21 Uhr. Ja, was soll ich machen? Vorher musste ich mit dir hier so ein Videospiel spielen. Also sogar Blut an meinem Katana dran. Ja, ich sehe, also, guck mal, das ist auch so gelb irgendwie. Oder, ach nee, das ist eine Lichtreflexion. Ah. Und hier, ich habe Ausrastvögel. Haha, geil. Hier sind, auch das ist ein schönes Schlussbild. Hier sind drei Vögel und spielen Ringelpiez mit Anfassen. Also die stecken sich gegenseitig den Schnabel in den Pöter. Und, da schießt sich eine Flare rein und guck, was passiert. Das sehe ich ja wieder nicht. Warte. So, gespeichert haben wir, ne? Nee, noch nicht. Ich kann da nicht rein. Achso, ich schon. Eine Hackwurst. Okay, Moment, speichern. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir irgendwann die Caves durch haben, beginnt meine Mission Rodung. Ich will diese ganze Insel ohne Bäume sehen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist ja geil. Hau mich mal.
Warte. Geil, du drehst dich so geil weg. Ja, du hast dich weggeduckt eben. Da, wupp. Kriegen wir denn Damage eigentlich? Nee, oder? Nee, obwohl du komischerweise aussahst, als hättest du Blut bekommen, aber wir kriegen keine Damage. Ja, oh ja, du duckst dich auch. Oh, du blutest ganz gut. Oh, doch, 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 doch. Alter, du hast mich verletzt. Na, wir haben ja gespeichert, dann ist... Meine Rüstung hast du. Okay, na gut, wir machen auf jeden Fall an dieser Stelle Apäuschen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Oh, guck mal, die Vögel, was, das ist so witzig. Okay, bis gleich. Ich will jetzt was essen, macht's gut. Tschüss.